So Leute, willkommen zurück bei Phoenix Wright, Ace Attorney, und ja, nachdem das letzte Mal das Ganze nicht so ganz geklappt hat und ich jetzt hoffe, dass das jetzt funktioniert. Moment. Oh, sieht schlecht aus? Nee, sieht gut aus. Da haben wir doch unser Fingerabdruck. Endlich funktioniert das Pusten. Ich weiß auch warum. Der USB-Grabber macht schön mit meinem Soundsystem rum. Kurz, wenn ich den drin habe, spinnt, naja, der Sound auf meinem PC teilweise immer. Das heißt, wenn ich nicht gerade auf Konsole aufnehme, raus damit. Und? Verdammt, ich kann keine Stimme mehr nachmachen. Sie haben es gefunden. Sie haben einen gefunden. Aber das sieht nicht aus wie ein Fingerabdruck. Jetzt muss ich es erwähnen, muss ich Ihnen. Was hat das zu bedeuten? Nicht wie ein Fingerabdruck? Ich glaube, das bedeutet, wir haben kein Glück mehr. Kein Glück mehr? Die Person, die diesen Abdruck hinterlassen hat, muss Handschuhe getragen haben. Erzähl mir nicht, dass ich meine Zeit hier vergeude. Beruhigen Sie sich. So ist es eben manchmal mit wissenschaftlichen Analysen. Du und Wissenschaft. Okay, Moment, hat er Blut. Halt. Blut, Handschuhe. Oh. Aber es ist wirklich beschämend. Wenn wir schon mal dabei sind, warum suchen wir nicht noch nach anderen Fingerabdrücken? Anderen Fingerabdrücken? Welche denn zum Beispiel? Wenn ich mir die Tür so ansehe. Ah. Waren die davor auch schon da oder sind die gerade eben erst aufgetaucht? Oder haben wir sie nicht gesehen, weil das Textfeld die ganze Zeit davor ist? Scheinen doch noch mehr Fingerabdrücke neben dem blutigen Handschuh zu sein. Schauen wir doch mal, ob wir einen eindeutigen Abdruck finden. Fingerabdrücke neben dem Blut. Nummer 1. Hier ganz unten, wo ich nicht hinfahren kann. Nummer 2. Nummer 3. Den kann ich nicht mal untersuchen, also das ist natürlich der. Oh, nochmal schön klicken mit dem weißen Puder. Weißes Puder, aber bitte nicht durch die Nase einatmen, okay? Also, jetzt Ohren zu. Gipie, ein strahlender Fingerabdruck! Strahlend? Mit vielen Rillen. Mal sehen, wem der gehört. Ich hab so eine Ahnung. Gumshoe? Du hast nicht zufällig da überall rumgefasst, oder? Jedenfalls war es nicht leicht, diesen Fingerabdruck zu finden. Ja, du hast recht. Ich bin aus der Puste. Wir müssen gleich prüfen, wem er gehört. Sind wir immer noch nicht fertig? Das dauert aber. Phoenix, reiß dich zusammen, das sind doch erst 3 Minuten um. Nun, es macht keinen Sinn, einen Fingerabdruck zu finden und nicht zu wissen, von wem er ist, oder? Da hat sie wohl recht. Ausnahmsweise ja. Jetzt kommt was Einfaches. Sehen Sie sich die Fingerabdruckdaten an, die uns Herr Edgeworth gegeben hat, und finden Sie die Person, die zu diesem Abdrücken passt. Hä? Wo soll ich denn wissen, wer es war? Phoenix, du hast hier einen Fingerabdruck. Es sind ganz eindeutig Rillen und Muster zu erkennen. Da wirst du ja wohl herausfinden können, wem es gehört. Es könnte eine ziemlich sichere Vermutung abgeben. Der blutige Handschuh und die Fingerabdrücke sind an verschiedenen Stellen, oder? Die Fingerabdrücke haben also vielleicht gar nichts mit dem Fall zu tun. Sag ich nicht, Gamsu? Wehe, das stimmt auch noch, weil ich den Fall habe ich schon komplett vergessen. Einzelheiten. Egal. Wessen Fingerabdrücke werden wohl ehesten auf den Beweisschrank, diesen Beweisschrank zu finden sein? Also, watch. Nö. 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 Halt. Nö. Ja.
Ja, ich wusste es. Es ist Gummy. Bei ihm denke ich immer an Kaugummi. Oder wie andere Leute gerne sagen, Kamshot. Ahem. 16% Übereinstimmung nur? Wo sind meine 100? Ich will die 100 haben. Aha! Die Fingerabdrücke gehören unter den Sektor Gamschu. Wir sind kein bisschen weiter. Stimmt etwas nicht, Herr Wright? Da wir... Da war gerade dieser Da- und Blick in ihren Augen. Verzweiflung klingt nach Na- und? Wahrscheinlich, weil ich gerade Na- und dachte. Na schön, diesmal hat es nichts gebracht, aber es gibt immer ein nächstes Mal. Manchmal hat man einen Treffer und manchmal eben nicht. Das gehört einfach dazu, Herr Wright. Sag mir was Leichteres. Wir stochern schon die ganze Zeit im Heuerofen. Wir suchen die Nadel. Nur, dass es keine Nadel gibt. Danke für... Halt, danke für dein Verständnis. Moment mal. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es hier noch einen anderen Handabdruck. Lass uns den mal prüfen. Um ehrlich zu sein, ich glaube, es ist schon einige Zeit seit dem letzten Mal vergangen und ich bin mir überhaupt nicht mehr sicher, wo dieser andere sein soll. Ich will mir gerade mal... Nein, das sind keine Fingerabdrücke, mehr als eindeutig. Gut, ich bin mir nicht sicher, ob das hier war oder... Toll. Okay, ich hätte das früher aufnehmen sollen, noch bevor mir hier alles vergessen geht. Also wir haben hier noch... Halt. War nicht an einem der Schränke noch irgendwas? Mit Hand... Richtig, da ist ein Handabdruck. Genau. Und den ersten Satz habe ich jetzt immer mal übersprungen. Okay, wollen Sie mal versuchen? Jetzt leuchten Ihre Augen schon wieder. Mit Sicherheit sind es Gramm-Schuss-Abdrücke. Gut, Fenster ist nicht offen. Gut. Und ich höre auch keine Stimmen. Gut. Okay, so... Okay, suchen wir nach Abdrücken. Das nenne ich einen Kampfgeist. Oh, aber ich muss zuerst noch auf etwas hinweisen. Was? Der Bereich mit dem Blut wurde weggewischt, oder? Wir haben die Spuren nur mit chemischer Hilfe gefunden. Alle Abdrücke in diesem Bereich wurden weggewischt. Oh, stimmt. Also heißt das keine Abdrücke? Würden Sie sagen, dass die Wahrscheinlichkeit Ihrer These hoch ist? Was? Was weiß ich? Du stellst mir mal Fragen, Mädel. Wie auch immer, wir müssen versuchen, Abdrücke zu finden, die nicht weggewischt wurden. Abdrücke außer die vom blutigen Finger ab. Genau. Ich mag die Daumen. Die sind immer so sichtbar. Nee, welcher ist am... Egal, einfach... Wählen Sie einen Finger aus. Geht nicht. Halt. Nicht ernsthaft, wir können... Hier sind die anderen beiden Finger, aber die sehe ich nicht. Ah, jetzt weiß ich, worauf sie hinaus will. Da, wo kein Blut ist, müssen sie sein, weil dort nicht weggewischt wurde. Da sieht man die nicht schlecht. Aber egal. Ich habe vergessen zu warnen. Jetzt aber los. Anscheinend war für sie nicht genug Pulver. Das kann dauern. Am liebsten würde ich das ja ein bisschen überspringen mit dem Pudern, aber ich pudere so gerne. Jetzt aber. Geht doch. Mal sehen. Nein. Nein. Aber hallo, das ist doch Marshall. Das ist doch eindeutig Marshalls Abdruck. Jetzt sag mir 16% Übereinstimmung.
Warum zum Teufel sind Marshalls Fingerabdrücke da drauf? Hey, diese Fingerabdrücke. Von wem sind die? Von wem? Ich kenne die Person. Kenne ich die Person? Ich kenne die Person, yep. Der Wachtmeister Marshall. Hä? Wachtmeister Jake Marshall? Marshalls Fingerabdrücke werden zur Gerichtsakte hinzugefügt. Yippie! Wir haben einen Gegenstand gewonnen. Das muss ein Zufall sein. Er hat nichts mit dem Verbrechen zu tun. Emma. Die Unterschiede... Halt. Die unterschieden sich sehr vom Inspektor Gumshoes Fingerabdrücken. Eigentlich waren sie nur um ungefähr 30 Grad gedreht. Glaube ich zumindest. Die Luminol-Reaktion, das Blut mit den Fingerabdrücken und sind am selben Ort. Oh, oh, oh. Ja, oh, oh. Also haben wir Jake Marshalls Fingerabdrücke? Auf einem verwischten Blutspur, die er sich bestimmt beim Rasieren zugefügt hat. Ich meine, ernsthaft. Damit muss man sich irgendwann schneiden. Vor allem, wenn man den ganzen Tag nichts anderes tut, als sich zu rasieren. Ernsthaft. Irgendwann ist kein Haar mehr. Dann dringt es in die Haut ein. Ich werde blutig. Aber warum wurde Machtmeister Marshall? Es sieht so aus, als würden unsere Ermittlungen endlich ein paar Ergebnisse bringen. Endlich! Er ist nicht der Mörder. Ich schätze, das ist ein entscheidender Beweis. Und hör auf, ständig diese Ausführungszeichen hinten zu machen. Da muss ich eigentlich schreien. Immer ihr voller Ausdruck. Er war's, du und niemand anderes, los. Ich kann nicht glauben. Oh Gott, was ist mit mir los? Ich habe Lust aufzunehmen und ich fange an, Quatsch zu labern. Ah. Und so kurze Dauer vor dem nächsten Kapitel ist es beim letzten Mal schief gegangen. Ich wusste es und deshalb mache ich hier jetzt auch den Schnitt, damit ich das nächste Kapitel gleich geradlinig anfangen kann. Also, bis gleich, Leute.